Willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Binding of Isaac Rebirth mit der Koop-Couch. Nachdem Flo uns, beziehungsweise nachdem Flo einen neuen Rekord aufgestellt hat in unserer Aufnahmezeit. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Ja, ich weiß. Werde ich jetzt versuchen, das mal zu unterbieten. Wobei, nein, du hast, glaube ich, auch den Rekord für die geringste Aufnahmezeit aufgestellt. Ah, kannst du auch versuchen zu unterbieten, diese geringe Aufnahmezeit. Ja, das kriege ich hin, Samson, Kane, ich werde es mal mit Kane versuchen, denke ich. Mit Kane müssen wir noch zu Isaac. Dann ja, ist das jetzt der Plan, würde ich mal sagen. Ja, wünsche dir viel Glück. Kann ich da denn überhaupt? Ne, kann ich nicht. XL. Beiden Goldräume am Startraum. Das ist schon geil. Besonders das Schlimmste finde ich, dass er gerade nach vorne läuft, ohne dass ich was mache. Macht er nicht. Ah, macht er nicht. Okay, verzahlen. Ist ja ein guter Bosskiller. Kann ein Bosskiller sein, das stimmt. Ich weiß nur nicht. Ah, das ist dumm. Oh. Okay. Das kommt mir bekannt vor. Trauma. Das kannst du eine kleine Fliege beschwören. Ist ja spannend. Ja, jeden Buddy, der kommen kann. Das wusste ich noch nicht. Hast du gedacht, nur die Leute, die hinten dranhängen oder was? Ja, ja. Eine schöne. Ja. Wie heißt? Nein! Eine Fülle. Ich dachte, der beschwört Super Meat Boy in der Endstufe. Sofort, ja. Die Endstufe! Aber Super Meat Girl, ne, wie ist er mit Bondage? Ja, Bandage. Bandage Girl hatten wir ja schon gehabt. Der Bondage Girl. Hättest du aber gerne, wa? Sweet ja, Quenderline. Immer wieder. Das ist auch die Frage, was ist er? Ist, macht er Geld? Oder ist er Batterie? Ach so. Oder ist er ein Herz? Ist er so extra rotes? Ein Herz für Monster? Ja. Ein Herz für Fleisch. Können ihn irgendwie langsam mal töten oder so. Aber Kane, sein Damage ist doch gar nicht so schlecht, oder? Eigentlich. Ja, nee, aber der ist ein Herz. Er ist ein Herz. Verrückt. Ich glaube, sowas hat schon mal versucht, das hat nicht funktioniert. Nee. Was? Da habe ich die Bombe so legen kann, dass ich die Wand aufsprenge und den Stein kaputt mache. Ah. Boah, muss das sein? Ach, ein Glück bin ich nicht mit drin. Ja, ja. Ja, weißt du, du hast gesagt, wir müssen uns mal wieder ein bisschen mehr anstrengen. Und das habe ich ernsthaft genommen und habe gestern noch die ganze Nacht geübt. Ach, deswegen hast du so rote Augen. Ja. Ach, und du hast wieder gekifft. Und deswegen saß ich heute früh immer noch auf deiner Couch. Seit Wochen. So, ist der Geheimraum da? Ich schlafe und esse hier. Du kannst froh sein, dass ich wenigstens meinen Stuhlgang woanders betätige. Das will gar keiner wissen. Echt nicht? Aber ich habe so ein Konsistenztagebuch. Willst du das nicht lesen? Logbucheintrag. Tag 34. Den Trauer können wir aufhören, sich die ganze Zeit so zu sprengen. Okay. Wenn sie sich jetzt mal an irgendeinem coolen blauen Stein sprengen. Was hier keinen gibt. Ja, bleib da unten. Danke. Es gibt wirklich keinen blauen Stein. Oh. Bam! Der hat gleich alle anderen mit dem Tod gerissen. Das Schlimmste finde ich eigentlich, wollte ich gerade sagen. Ne, zum einen wollte ich mich aufregen, warum ist diese scheiß Ebene so groß? Danach fiel mir auf, dass eine XL-Ebene. Und deswegen würde ich mich jetzt gerne darüber aufregen, dass ich Monstro höchstwahrscheinlich nur einmal einsetzen kann. Naja, wenn. Da ich ihn dann nicht nochmal voll kriege, da unten ist. Da ist ein X-Stein. Da komme ich nicht hin. Nee. Aber du kannst dich freuen, dass du einen gesehen hast. Yay. Voll toll, oder? Ich bin wie so ein Tourist, weißt du? Der Tourist. Soll ich mal kurz zurückgehen und ein Foto machen? Ja, aber du musst aufpassen, wenn du bei der altmodischen Kamera dann ein Auge zumachst, um durchzugucken. Nicht, dass du irgendwie das zumachst, was offen ist. Und mit Augenklappe versuchst, durchs Bild zu gucken. Haha, stopp. Niemals! Ich bin geschickt. Ja. Also ich schicke mich manchmal selber. Irgendwo ein blauer Stein? Nein. Aber du kannst dann versuchen, noch zwei Räume zu bekommen. Nach dem ersten Boss. Das habe ich auch gerade überlegt. Hä? Wann habe ich den ersten gekillt? Vor den zweiten. Oh, halber AP. Gar nicht so schlecht. Nö. Das Doofe ist nur, du kriegst kein AP ab. Dann darfst du nicht mitspielen. Stimmt. Ich
wollte doch so seinen roten Herzen sagen. Ist in dem zweiten dann schon ein Devil Deer möglich? Das ist eine gute Frage. Ob die sagen, die hat einen Devil Deer unterschlagen? Boah. Boah, Schaden macht der schon ordentlich, ey. Ja, ja, also. Ui, ui, ui. Geil. Alter, okay. Aber da ist auf jeden Fall kein zweiter Raum dran. Und Geheimraum waren wir auch noch nicht, wa? Nee. Ein Boss kann ja nicht sein. Ja, hier ist jetzt halt ein Raum. Es könnte eine Batterie drinne sein. Es könnten Bomben drinne sein. Kannst du einen Geheimraum suchen? Da könnte auch eine Batterie drin sein. Das stimmt. Der eine, du wolltest ja den einen schon aufmachen eigentlich. Da wo die vier Räume dranhängen. Ja, na, wäre ja hier. Das würde zumindest Sinn machen. Und ich kann da unten noch die Kiste holen. Da ist nichts scheint. Juhu! Da könnte eine Batterie drin sein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Frage ist, ob du dann mitmachst. Ja, jetzt kannst du mitmachen. Juhu! Ich will mich nochmal kurz sehen. Was bin ich? Ein Monster! Passend zum Monstro bin ich ein Monster. Ich habe meine Zeitfrage drin. Achtung, Bombe. Na klar. Schnell wach. Oh. Geil. Das machst du mit Absicht. Ja. Können Sie aber in den Shop gucken, ob da gegebenenfalls blaues Herz drin ist. Was runtergesetzt ist, ist auch Quatsch. Die Frage ist, ob... Das versuchen wir nochmal. Frage ist, warum du jetzt dein Bad Trip gleich eingesetzt hast, sonst bist du immer so voll cool zum Gegner gerannt und hast so gedacht, ja, das könnte ja Lemon Party oder irgendwas anderes sein. Nee, das mache ich nicht mehr. Das hätte auch gar nicht funktioniert. Ich hätte Monster gar nicht holen können in diesem Kampf. Ja, komisch gewesen, ne? Ja. Ach, und MeTube habe ich in meinem Challenge Run ein bisschen vermisst. Er hätte noch mich mit beschützt. Das stimmt, wir hätten nicht Schaden gemacht. Wenn ich irgendwie panisch wieder in den Gegner reingerannt wäre. Ja. Jetzt noch ein bisschen Range und Shot Speed. Ah, das passt schon. Und weniger Springen von Monstro. Ja, 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 genau. Sehr gut. Eieiei. Nee, also bei Monstro kann ich mittlerweile den Abstand wirklich einschätzen. Damage. Damage und Range, hey. Coole Sache. Boah, kostet ja nix. Und damit versaut man sich auch nicht die himmlischen Engelräume. Deals. Ja. Die himmlischen Deals. Kommen Sie jetzt? Ist schon wie bei McDonalds. Oh, was ist jetzt besser? Schon ein Monster, oder? Findest du? Einmal übelsten Damage, das heißt die Fliegen sind stark. Ah, das ist so. Ne, ich nehme Dings mit. Herzlich? Ja. Ich hab dran gedacht. Na gut, hättest du nicht dran gedacht, wärst du schon eher ins Loch gesprungen. Nee, ich wäre erstmal drüber gerannt. Das ist ja zum Glück am Anfang immer erstmal zu. Na gut. Ich vermute aber, dass meine Aussage trotzdem zu spät gekommen wäre. Ja. Natürlich. Ich könnte fast mitmachen. Ich könnte dir einiges versorgen. Was da haben wir? Mach mal. Das war wahnsinnig. Das ist ein Scale. Das ist eine Münze. Ja. Also ist, dass sie in Bögen schießen. Jeder sein. Das war meiner. Ist ja gut. Voll gemeint von dir. Genau. Okay. Falls ich einen Schlüssel brauche, erinnere dich dran. Wollen Sie sich erinnern? Geiler Raum. Sehr gut. Glücklicher Raum. Das war ein bisschen glücklich, muss ich sagen, oder? Kannst du? Wollte man, wenn man die hier irgendwie abbringen? Ja, ich hab's versucht. War da erfolgreich. War halt nicht viel drin. Also dein Schaden ist echt geil, muss ich mal sagen. Ja. Gefällt mir. I like. Oh, klar. Okay. Oh. Oh.
getroffen. Irgendwie noch vermute, dass rechts auch noch eine ist. So, ich bin erstmal panisch quer durch den Raum gerannt. Ich erstmal gesehen hatte, dass eigentlich rechts gar keine mehr war. Top. Nice. Nimmt man mit? Nimmt man auch mit. Coole Entscheidung. Mensch, triffst du halt immer schwer. Geile Entscheidung. Da könnte man dann sogar noch eine Bombe legen. Ja, geiler Schaden, wie gesagt. Naja, die fliegen. Also ich bin echt froh, dass ich die Fliegen mitgenommen habe. Das hat auf jeden Fall wesentlich mehr Sinn gemacht. Nee, ja. Ja. Nee, unschrisch eigentlich. Naja. Ja, gut. Jetzt kann ich hier noch einlegen dann. Na gut. Das war Lemon Party. Und Explosive Tire. Ja. Oh, fuck. Mach was du willst, ich geh dann raus, wenn's nicht passt. Ich habe mich mal in den Geheimraum gesprengt. Achtung, boah. Da. Ja, danke. Der Raum ist eklig. Einfach nur eklig. Das heißt, du gehst erstmal in den Shop. Ja. Da muss ich erstmal shoppen gehen. Stimmt, wir können wieder spenden, das ist was Schönes. Solltest du nur dran denken. Ja, ich muss da durch. Ja, ich geh Achtung. Raus. Genau, geh mal raus. Nicht weil... Achtung. Du willst durchrennen oder was? Die Frage ist, kriegen die überhaupt Schaden von Bomben? Guter Meatcube. Was? Guter Meatcube. Ah nee, die haben einen Pilz zerschossen und wurden vergiftet. Ja. Oben ist auch noch ziemlich viel kaputt gegangen. Scheiße, diesen Raum, hab ich schon mal gesagt. Ibkak, oder? Ja. Explosive Shots. Ja, ich sehe schon, ihr habt ja in der letzten Folge auch lesen können, was die nächste Challenge ist. Ich übe schon mal. Genau. Ben bereitet sich schon mal vor. Stacheln, das bei Ibekak ist das natürlich super. Jetzt seine Schüsse viel besser timen. Bei Range Down. Ansonsten schießt er ja immer so weit, weißt du? Also das macht stimmt. Da keinen Sinn. Ja, du hast schon recht. Das ist ein wunderschönen großen Kopf. Mensch. Hopp! Wie ist denn das? Soll ich damit reinkommen trotzdem? Kannst du doch. Ich hab halt auch Ibekak. Naja klar. Wir müssen halt. Kleine Ibekaks. Das war so dumm von mir. Ja. Also ich verhalte mich immer erstmal sehr bedeckt. Warte erstmal, was du machst. Du hast auch eine bekommen, ist das nicht süß? Hab ich? Hab ich! Weil es dein zweiter Begleiter war sozusagen. Auto. Das ist natürlich geil. Durch Ibekak ist natürlich unser Schaden extrem nach oben gegangen. Das heißt, die Fliegen haben auch diesen Schaden. Das heißt, die Fliegen one-hitten einfach mal. Ja. So, warte. Boah. Ja, fast reingerannt. Ich hab schon gemerkt. Ich hab nicht irgendwie mitgeschnitten, was du machen wolltest. Das war so. Warte mal, okay. Das war sorry. Das war eine Das war sorry. Ja. F-Pflaster, zwei Herzen. Super. Und der will dir trotzdem. Ja, warum? Haben wir ansonsten keinen großen Herzschaden bekommen. Stimmt schon. Okay. Bringt uns beides nichts. Damage ab und. Hau auf Babylon. Oh. Ne. Obwohl Damage ab. Ja, nee. Nee, die fliegen. Eindeutig die Fliegen, sorry. Aber. Darf ich wieder reinkommen, nachdem du mich letztens so zerstört hast? Hallo? Hast du nicht verstanden, was ich damit sagen wollte? Ich bin voll schüchtern. Guck mal. Challenge ab? Nee, oder? Na, ich sehe schon, du bist komplett schüchtern und kotzt riesige Bälle. Goldraum geht noch. Davor! Achtung! X-Rein! Und Geheimraum! Das ist natürlich jetzt praktisch, jeder Geheimraum kostenlos. Ja, Achtung, ich mach kaputt. Achtung, ich mach kaputt. Alles klar. Mach ich nicht. Oh. Der hat doch gelebt. Ja. Was? Der überlebt meinen Schuss. Siehst du, wir haben nicht genug Damage. Du bist so süß! Aber wie gesagt, dass diese Fliegen einfach mal one-hitten, das ist halt geil. Ich hab halt irgendwie, ich weiß nicht warum, immer Angst, wenn ich einen Schuss in deine Richtung bringe, dass der an dir zerplatzt.
Was ja absolut keinen Sinn macht, aber gut. Der Trip. Hat er noch nicht. Half down. Yay. Das Heftpflaster ist schon fast wieder neutral. Ja. Doppelte Bomben ist schon gar nicht so schlecht. Das war der normale Geheimraum gerade, ne? Ja. Alter. Der ist halt eklig. Aber warte mal. Ich kann dir... Kannst du mir keine Brücke bauen? Kann ich dir nicht, ne. Warum? Ich hab gedacht, die fliegen trotzdem im Bogen weg von mir. Dass die erst hinten runterkommen. Ah, das komme ich nie klar mit dem Raum. In meinen Augen geht das nicht. In meinen Augen müsstest du vielleicht auch, wenn es links die Stacheln unten sind. Also rennst du entgegengesetzt von den Schüssen. Du müsstest links an der Seite lang. Okay. Hast du auf dem Meet-Tube extra gewartet? Hä? Hast du extra gewartet? Ja. Deswegen stand ich da gerade so extrem lang und habe mich konzentriert, dass ich erst dann losrenne, wenn die Stacheln unten sind. Der eine Schuss gerade kommt und der Meat Cube da ist. Du kannst dann auch wieder reinkommen, wenn du magst. Mag ich das? Hm. Ich nicht. Achtung. Och, scheiße. Die soll ich noch mal warten sollen. Aber okay. Du kannst dein Ding noch einsetzen. Ja. Ein Ding einsetzen? Kannst die Leute sehen? Definitiv nicht, aber du kannst es trotzdem tun. Juhu, Mini-Pilz. Speed and Range Up. Du wolltest zu Isaac, ne? Ja. Fliegen! Lass dich mal treffen. Wo wolltest du hin? Na, gucken, ob da was gedroppt ist. Okay, das wird's mal weg. Wollte gerade sagen, habe ich irgendwie Magnete gehabt oder so? Ne, alles gut. Check mich. Angst vor dir. Auf geht's zum Boss. Boah! Diese Fliegen, Alter, was diese scheiß Fliegen für einen Schaden machen. Akin, tolles Stil. Bin ich ja da doch ein bisschen enttäuschend. Wo sind wir? Katakomben 2, das heißt, ich müsste noch zwei Ebenen schaffen. Ja. Für was? Um Marm zu. Dings, die ist. Boss Rush, jetzt! Achso. Mach mal. Wie weit warst du jetzt 20 Minuten, weil ich nicht aufgepasst hatte? 16. Das ist schon noch ganz schön Stück. Ja, eben. Willst du alles spenden? Kannst ja dann immer noch bei hoffentlich der Mutter, weil. Boah! Gerade noch gefreut, dass du so schnell bist. Ja. Naja, wenn ich jetzt Goldraum und. Okay. Tour Spades. Naja, nimmt man mit. Ja. Das Pheromone setzt man sowieso so selten ein. Ja. Was ist unten? Ja. Sehr gut. Ich hab nichts gemacht, aber. Es freut mich, dass du mich glaubst. Oh. Das ist natürlich geil. Gepasst, ja. Lockpicking? Nehme ich dann doch vielleicht hier was. Boah. Lieber mit. Warst du schon? Ja. Ich habe versucht, unten alles irgendwie aufzuräumen. Danke. Hat sogar geklappt. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass du das überhaupt versucht hast.
Ja, am Anfang war ich die ganze Zeit in der Mitte. Mag zwar meine Fliegen auch nicht, wenn die die angreifen. BFF. Aber wir haben keine Freunde. Ach doch, Meat Cube. Und da ist ein X-Stein in der Ecke. Siehst du, schon gelohnt. Naja, Tamis hätte es halt sinnlos. Nein. Setz doch mal ein. BFF oder erst Steam sehen. Wir hoffen, dass wir noch Münzen kriegen. Die Frage. Geh aus mich rein. Juhu, ich bin der Papst. Ich wollte dich jetzt nicht bewerfen, bitte. Ja, ich merke schon. Aber lieber so von hinten. Ja, musst du wissen. Kannst halt auch gucken, ob der Geheimraum hier noch anliegt bei den vier Räumen. Nee. Dann nicht. Und. Ach so, Boss Rush wolltest du ja sowieso nicht mehr oder schaffst du nicht mehr. Dein Gesicht! Hat schon was gebracht, der Papst. Ich glaube, das ist ja, dass du mehr blaue Herzen kriegst. Wie ich einfach mal ganz kurz vor der Blutspur angehalten habe. Ich wollte ihn beschießen, dann hab ihn nicht getroffen. Naja, immerhin hab ich ihn einmal aufgemacht. Sehr gut. Hm? Du wusstest, dass sie da lang geht? Na, die stand doch da. Die stand doch da? Ja. Stand da eine Weile. Da hab ich halt auf die geschossen. Das ist der fett. Mungo Junge. Mungo Junge. Aber ich bin so süß. Der ist größer als ich. Jetzt habe ich Komplexe. Na toll. Das ist so dieser typische von Mihamark, der Teddy, den man gewinnen kann. Der einfach größer als das gesamte Kind immer war. Ich hatte nie so einen. Doch, ich hatte einen riesigen Tiger gehabt. Der war irgendwie 2 Meter lang oder so. Siehst du? Das gab's auch immer bei der Lustbude. Ja. Stimmt. Jetzt würde ich nochmal so drüber nachdenken. Ich hatte doch eine glückliche Kindheit. Also, jetzt eher einsetzen soll. Egal. Ihr was? Ist keine X. Geht einfach erstmal weiter, oder? Ich setze es. Hier auf diesen Kratzer. Oh. Ist keine X. Nächster Raum ist ein X. Bist du wieder Boss? Ja. So, hey. Warte. Jeder hat seine Chance. Haha, schneller gewesen. Oh, was war ein Boss, wa? Großer Boss. Warum hast du das Spiel nicht so? Warum? Ich bleib mal einfach auf meinen Knopf. Wenn's okay ist. Ja, ja. Sowieso erstmal die 3 Fliegen angreifen und das war's. Sehr gut. Magst du mal kurz rausgehen, da reinkommen? Magisch. Wheel of Fortune, okay. Ich sehe dir, ja, da. Das nimmt man auf jeden Fall mit. Der Bettler. Ist die Frage. Die Frage, ja. Na klar, komm mit. Bist so schön groß, da darfst du auch mitkommen. Jetzt weiß ich, warum ich so schüchtern bin. Das Mongo Baby macht mich die ganze Zeit hinter an. Steht der gerade hinter mir? Biss mich. Der müsste auch als Verbesserung so haben, dass er dann halt nur noch ein Herz braucht oder so. Ja. 1 für 1 gibt. Lauf! Wir gehen wieder. Machst du die restlichen Räume noch? Eigentlich schon. Also wie gesagt, du wolltest mich eigentlich noch tappen, ne? In was? In der Zeit. Nee. Also noch länger zu spielen. Ach, noch länger zu spielen? Ja, das krieg ich hin. Ja, also toppen halt, also. Das wäre sonst keine Leistung. Lange. Oh, Glück gehabt. Lauf! Kannst du mal einsetzen?
getroffen? Das frage ich mich gerade auch. Ah, da ist mein Herz wieder. Two of Spades, können wir langsam mal einsetzen, oder? Ja, wenn irgendwann der Schlüsselbettler kommt. Der frisst ordentlich. Das war's. Ja. Ja, deswegen habe ich die Falltür dahin getan. Ich wusste, dass ich da nochmal ankomme. Kurze Wege, immer kurze Wege. Ja. Muss ja Zeit sparen. Zu langsam. Du hast schon Angst, oder? Ich hatte mal kurz versucht, von meinem Stalker wegzukommen. Keine Chance. Ich werde euch einen Raum werfen. Judgment. Ja. Ach ja. Achtung! Alles gut. Wichser! Ich glaube, wenn man zu viele blaue Herzen hat, dann wirft er sowas rein. Haha! Was machst du? Also willst du den Bettler setzen? Bombe legen, siehst du doch! Das ist halt ganz lustig bei dem Teufelsbettler. Hast du die Chance? Okay. Praktisch. Hast du dann immer wieder. Oder du kannst immer zwei Herzen mit einmal spenden. Ach so? Ja, zwei halbe. Obwohl du einmal nur einmal Schaden kriegst. Wenn du schnell genug hintereinander dran rennst. Das ist natürlich cool. Ja, einfach mal so zufällig noch andere Dinge aufdeckt. Ich war's wieder. Ich war's. Ich wollte es nur sagen. Ich bin voll gut da drin. Gut, der erste schießt die Blockade weg, oder? Ja, und der andere killt ihn. Der hat unseren Bettler voll wehgetan. Mann, ich bin zu klein und zu schnell, um diese Münzen einzusammeln. Fliegen wäre echt praktisch eigentlich. Ja. Kommst du klar? Nein! Ah, Two of Spades. Hast du liegen lassen? Hm? Two of Spades. Achso. Ja. Du bist hier durchgegangen. Kannst du machen. Ordentlich fliegen gibt es. Weiß halt, ob man sich's aufhebt, bis man zum Boss kommt, aber. Ach ja, ey. So viele Gegner können gar nicht mehr kommen. Magician. Hankman. Spitzkampf jetzt. Ja. Chariot hast du ja auch noch, was halt auch echt praktisch ist. Boah. Alles gut. Was willst du sagen? Kannst du? Kannst du ihn mal töten? Ja, ja. Ich hab's versucht. Der will die für einen einfach eventuellen. Nur. Top. Top. Okay. Schon ein guter Shot Speed, dadurch, dass wir zusammenschießen. Ja, nein. Das lohnt sich noch nicht. Es liegen aber drei blaue Herzen schon rum, ne? Ja, ja, ich weiß. Hast du schon einen Shop? Nee. Gib Bock mehr, diese Karte mitzuschleppen. Okay. Das Immunity. Leider nimmt man die nur mit. Ach, Spende, komm. Hau alles rein. Dass wir mal ein bisschen vorankommen. Na gut, ich muss sagen, wir haben ja in jedem Run eigentlich recht viel reingetan. Ja. Wenn wir jetzt noch ein bisschen was finden. Nö, wir kommen gut voran, also muss man ja wirklich sagen. So. Hast du noch ein paar Räume? Achso, du bist schon. Bin schon bei der Mutter, ja. Das ist ja die Frage, ob man noch ein bisschen was. Ich schaue es noch ein bisschen rum, auf jeden Fall. Den kannst du dir nehmen. Also, töten. Die Frage ist eher, ob man guckt. Achso, na gut, wir kriegen keine roten Herzen mehr. Dadurch, dass der alle wegnimmt. Genau. Dann kann man die eigentlich nicht wirklich direkt sprengen. Der Goldraum, den hätte ich schon wieder beinahe vergessen, glaube ich. Das wäre egal gewesen. Hätte ich auch vergessen können. Eieiei. Junge, alles Junge, gut. Junge. Alles gut. So, Mutter instant tot oder so, vermute ich mal. Nochmal spenden gehen? Ja, klar. Ja, nochmal ein Zehner drunter. Jetzt nicht mehr, wa? Chance ist vorbei. Ja. Das war jetzt gerade, wo wir in den Raum reinkommen sind. Das
So, bist du bereit? Ja. Was hat nochmal der Empress gemacht? Damage. So, holst du jetzt noch den Chariot oder was? Ja. Also zumindest eine andere Karte halt. Weil die, die wir dabei haben, die bringt es einfach mal nicht. Das war, achso, doppelte Herzen. Ja. Hä? Was denn? So, ja. Achso. Weil jetzt die Frage, nehmen wir Chariot, Hanged Man oder der Magician? Chariot eigentlich, oder? Ja. Und dann kannst du noch einen super geilen Raum suchen und du kannst theoretisch auch oben die goldene Kiste noch aufmachen. Eine goldene Kiste? Ja, die von den zwei Schlüsseldingern umschlossen war. Den zwei Schlössern. Ja, was sind diese Schlüsseldinger? Ach, Schlösser. Das. Alles klar. Du kannst ja voll krass spenden und so. Können wir mal spenden gehen, meinst du? 7 Münzen. Ja, und dann kommst du doch recht nah an meinen Run mit Stunde 15 ran. Ja, ich glaube. Also, ich hätte nie gedacht, dass das jetzt doch noch so lange dauert, aber wegen den andauernden wieder hin und her und hin und her und... Du kannst dich mal wieder entscheiden. Nö. Aber ich finde es schön, so mal wieder Isaac zu spielen, weißt du? Einen schönen Run zu haben, ja. Ja. Nee, das ist mal so ein Run... Perfekt! Auf Null. Ja. Verklemmt. Oder? Was denn? Achso. Nee. Weil dadurch, dass wir zu Isaac gehen, ist natürlich das Lockpicking extrem geil. Danke! Na gut. Das. Diese fliegen einfach mal. Wahnsinn. Wahnsinn. Hey, fliegen. So, wenn ich es mal aufheben. Rage! Soll ich diese eine Münze noch spenden gehen? Kommst du nicht mehr raus? Nein, ich wollte doch spenden. Na, weitere Richtung. Du bist schneller. Verdammte Axt. Geh spenden. Geh zurück. Wobei man natürlich auch extrem gut aufgestellt. Alter. Aufgestellt wäre, um The Lamp zu besiegen, aber. Das ist schon wieder so, irgendwann müssen wir einfach mal Isaac machen, um... Naja, man hat dann immer irgendwie, wenn man so halbwegs gut aufgestellt ist, die große Fresse. Aber The Lamb mit Bossen, mit Ibekak... Ah, klar, die Fliegen sind geil, aber ein Boss... Ich wollte gerade sagen, die Frage ist aber nach so vielen Bossen, die Fliegen noch hat. Nee, eben nicht mehr. Ja. Nee, naja, das war richtig. Ist ja auch mir mit meinem Atac-Run mal ja, dann irgendwann auf die Füße gefallen. Wo ich dann so meinte, ja, locker, und dann bei der Lamp die ganzen Bosse. Ja. Voll vors Maul bekommen. Yo, Mama! Ja. Sie dich mal treffen oder was? Meine Fresse. Hey. Willst du zurückkommen? Ja, hätte man vor dem Item machen sollen. Na gut. Nö, so, passt doch. Ja, du hast noch ein schwarzes bekommen. Ah, ich hatte schon ein schwarzes bekommen? Ja. Naja. Passiert. Das schwarze Herz. Haben wir ja trotzdem bekommen, die ja. Hab ich jetzt halt. Brrr. Krebs ist Shot Speed. Ja. Das ist rote Kisten und das ist über irgendwelche Sachen rennen. Ja. Schießt der überhaupt? Schieß mal, du. Ja. Ja, ist die Frage, ob man es nicht lieber über irgendwelche Sachen rennen nimmt, weil die paar Kisten, die jetzt noch kommen, dafür habe ich genügend Schlüssel. Ja, na, du hast ja vor uns gesagt, weil wir zu Isaac gehen. Aber wir gehen ja genau nicht, weil wir... Wir gehen zwar zu Isaac, aber nicht weiter. Nicht in den Chest halt. Weil wir halt eben noch nichts Polaroid haben, das ist ja das, was ich meinte. Dass man das vielleicht endlich mal machen sollte. Wing! Und da sind wir doch voll. Sehr gut! Und nochmal fliegen! Ja, stimmt, dadurch, dass du die Papstkappe auch noch aufhast. Ja. Die Papstkappe. Das heißt Narrenkappe. Ah, ne, Papst, stimmt. Ah, da war was. Ah.
Du kannst nicht fliegen. Verwechslungsgefahr. Narren und Papstkappe. Nein, wobei ich ja wirklich gestehen muss, den Papst, den wir derzeit haben, der ist eigentlich ziemlich cool. Eben, wir dürfen unsere Kinder schlagen, die wir nicht haben. Du darfst deine Kinder schlagen, insofern es zu erzieherischen Maßnahmen und nicht zur Erniedrigung ist. Ja, also, da musst du schon Unterschiede machen. Ach, du warst neben mir, ich hab grad mich gewundert, wo ich bin. Guter Midcube, und du hast mich beinahe erschossen. Das war doch klar. So unauffällig, weil die Dinger sprengen sich ja auch. Ah, ne, die machen es noch gar nicht. Die nicht, nur die Schwarzen. Ah, dann wär's auch noch aufgefallen. Sehen wir die Schwarzen, die sich sprengen. So, ja, so viel zu Thema Stereotypen. Sehr gut, ich weiß. Ach so, fliegen. Yay! Aber weißt du was? Irgendwo war ein blaues Herz. Ganz genau, da oben. Wir können den Wubbelstein sprengen. Den Wubbelstein? Den Wubbelstein. Diesen. Wenn man ihn trifft. Oh. Oh. Du möchtest mir raten zu fliehen oder was? Oder warum hast du das Tor aufgesprengt? Flieh, ihr Narren! Ja, es läuft aber bis jetzt ganz gut. Ja. Kann man schon dreimal vorbeischießen. Endlich. Achtung. Ui. Sorry. Ja, ja. Das schon genau gesehen, das war die Rache. Das war mit Absicht. Nicht mit Absicht, meine ich natürlich. Du hört, kannst du einsetzen. Ja. Gut. Ja, da oben noch einen Geheimraum mitnehmen. Schade. Wäre halt ganz geil gewesen, wenn wir einen Stachelraum damit gekommen wären. Bisschen Bettler. Ja gut, das kannst du ja jetzt machen. Goldräume gibt's nicht mehr. Halo Fleiß. Gute Fliegen. Also sind gerade zwei Fliegen an einer Spinne gestorben. Was auch ein bisschen bitter war. Ja? Ja. Deine Meinung dazu? Ja. Da scheißt du drauf. Sehr gut. Da kommt noch eine Spinne. Ja, na, weil du so. Du hast sie nicht gesehen. Doch. Ja, ja. Aber ich habe gesehen, dass er zu dir gerannt ist. Da dachte ich mir so, dann verliert er wieder ein Leben. Dann ist er schuld. Kann nichts scheiße. Glaubst du, nur weil ich hier alles springe, darfst du das auch, oder was? Siehst du? Gurlis! Die Gurglings. Gurlis sind ja die anderen. Die Großen. Ich wurde getroffen. Ja, ich glaube. Wo kam diese Bombe her? Ich kann es nicht gewesen sein. Ja, ja, ich hab's auch gesagt. Ich bin schüchtern. Kann das nicht. Sorry. Achso, ich wurde getroffen. Da kam eine Treubombe aus mir raus und die hat dich getroffen. Ah, alles durch klar. Den Goodie Bag. Goodie Bag, stimmt, den haben wir ja auch noch. Wir wollten ja zu Isaac, wa? Ja. Angst. Auch ein Satan! Oh. Niemals. Für dich steht er nicht auf. Fliegen. Aber ich denke auch so, die Curse-Immunität war schon angenehm. Ja. Wer weiß, was er sonst alles bekommen hätte. Sehr souverän, auch bis jetzt, muss man sagen. Schön in meinen Midcube reingesprungen. Sieht man ja zumindest auch die X-Steine wieder. Was sehr angenehm, selbstverständlich. Da ist er. Da ist schon einer. Und da gibt er kein blaues Herz. Oh. Die Sau. Hätte ich nicht schon gesprengt, würde ich schon nochmal sprengen. Aus Rache. Niemals. Muss zufällig passieren. Achso. Anders geht das nicht. Wie, du hast überlebt. Ja, die sprengen sich. Keine Ahnung, wann die sprengen. Da ist er. Was? Zufall? Total. Hä?
Was denn? Wen haben wir gesprengt? Das standen, waren da drei Bettler? Waren drei Bettler, ja. Okay. Alles klar. Was konnte unter den Bettlern? Steam Sale konnte unter den sein, auch drunter sein. Ich glaube, das haben wir einmal gehabt. Ja. Sogar noch einmal geschossen. Mehr blaue Herzen. Ja? Ja. Weicht von uns. Ja, stimmt, irgendwas, was auf dem Boden Stacheln macht oder so, kommt ja nicht mehr. Nicht wirklich. Uiuiui, kuscheln will er. Da musst du nicht auf mich schießen, bloß weil ich mit dir kuscheln will. Naja, ihr habt das gerade nicht gesehen, aber eigentlich wollte Benny kuscheln und ich muss es irgendwie abwehren. Ich bewege mich einfach nicht. Hat geklappt. Ah. So, ich geh mal kurz Isaac töten. Ja, hast du den Chariot auch noch? Ja. Chariot? Ah, keine Ahnung. Der Helm aufsteht, ey. Achtung! So. Du bist so unfähig, weißt du das eigentlich? So, mal voll selbst. Schieb ihn! Eigentlich blöd schade. Ich dachte, der Run ist mal wieder so wie dein letzter Run, dass man sagt, hey, man wird locker Gabi und das wäre vielleicht so gut, wenn ein Gabi-Item anfing. Ja, das dachte ich mir auch, aber gut. Der Run ist trotzdem geil gewesen. Ja, also das Ippelkack mit den Fliegen ist einfach geil gewesen. Muss man ja wirklich sagen. Ha, stimmt. Der kann mich gar nicht mehr treffen, weil ich habe Halo of Lies, Meat Cube, sind drei Begleiter und ach die so. Sind groß. ISF, ja. Das heißt, ich kann mich jetzt hier schön hinstellen und keiner seiner Tränen trifft mich mehr. Das heißt, du bist unfähig, Isaac! Unfähig! Kannst deine Herzen noch voll machen. Oh, der Hammer, oder? Alter! Mann! Jetzt! Beim ersten Mal! Hat keiner gesehen! Ja! Ja, Leute! Ich quatsch jetzt einfach mal an das Ende rein, weil das Ende kennen wir schon zu Genüge. Ja, wobei, das eigentlich nicht. Das haben wir, glaube ich, jetzt noch zwei oder drei Mal gesehen. Aber wir kennen es trotzdem schon. Ja, ja. Und wir haben einen weiteren Isaac Run geschafft und haben den Coin Back bekommen. Richtig. Ein kleiner Begleiter, der hinter einen herfliegt und ab und an mal Münzen rausschmeißt. Ich überlege gerade, wie viele Teile wir jetzt vom Polaroid haben. Eins. Ah, ne, ist aus negativ. Eins. Ne, ist immer zwei. Aus negativ. Nein, das linke. Ah, nee. Ach, stimmt. Also, 1, 2, 3, 4. Also noch zweimal Isaac besiegen. Oh Mann. Na gut. Da weißt du, was du zu tun hast das nächste Mal. Aber Ben souverän auf dem Winstreak auf 7 gesetzt. Wuhu! Und ja, wir wünschen euch einfach noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein. Bis dann, ciao. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart.